Es ist ein offenes Geheimnis, dass Eintracht Frankfurt im Winter mindestens einen, am liebsten aber sogar zwei neue Stürmer verpflichten möchte. Sowohl der Bedarf als auch das nötige Kleingeld ist nach dem Last-Minute-Abgang von Randall Kolo Muani im vergangenen Sommer vorhanden. Die Kandidaten, die bei der SGE zuletzt gehandelt worden waren, sind Sekou Keita, RB Salzburg, und Rafiu Durosinmi, Viktoria Pilsen. Vor allem bei Letztgenanntem scheinen die Gespräche auf einem guten Weg zu sein, wie Sky in der letzten Woche offenbarte. Nun berichtet die Bild, dass auch Geraldo Becker ein Thema in der Main-Metropole ist. Der Niederländer hatte in der Vorsaison formidable Zahlen aufgelegt und war mit 11 Treffern und 7 Vorlagen in der Bundesliga maßgeblich am Champions-League-Einzug von Union Berlin beteiligt. In der aktuellen Spielzeit hakt es hingegen noch. In der Bundesliga wartet Becker noch auf seinen ersten Treffer. Dafür konnte er immerhin in der Champions League und im DFB-Pokal immerhin schon treffen. Was Becker für die Eintracht so interessant macht? Der Vertrag des 28-Jährigen ist nur bis Sommer 2024 datiert, sodass die Hessen im Winter schon für kleines Geld zuschlagen könnten. Angesichts der aktuellen Krise von Union Berlin wäre Becker womöglich auch nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung zu suchen. Schon vor der Saison soll der Angreifer mit einem Wechsel geliebäugelt haben. Becker zählt zu den schnellsten Spielern der Bundesliga und kann nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch leicht hängend bzw. über die Außenbahnen agieren. Auf den ersten Blick könnte er sich gut in die Offensive der Hessen einfügen. Aber ein Wandspieler wie Rafiu Durosinmi, wie er in Frankfurt dem Vernehmen nach in erster Linie gesucht wird, ist Becker nicht. Vorstellbar, dass ein Spielertyp à la Becker neben einer wuchtigen 9 verpflichtet wird, ist es dennoch allemal. Denn wie gesagt, im Idealfall kommt nicht nur ein neuer Angreifer im Winter, sondern deren zwei. Zumal mit Omar Mamouche, der in dieser Saison beste Offensivspieler im neuen Jahr beim Africa Cup fehlen wird. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.